Das Legoland in Billund. Wir sind hier im Ninjago-Bereich, der hier ein bisschen anders aussieht als in Günzburg. Sie haben Ninjago The Ride, das sieht sehr ähnlich aus wie das in Günzburg, auch einen Ninjago-Shop und zur Linken so eine Labyrinth-Attraktion, die etwas für die Kleineren gedacht ist, glaube ich. Wir waren jetzt sogar dort hinten im Backstage-Bereich und haben bei den Model-Builders ein bisschen zuschauen dürfen, was die für die Zukunft alles so bauen. Es werden ja von hier, soweit wir mitbekommen haben, auch die Modelle für andere Legoländer gebaut, was total cool ist, da mal über die Schultern zu schauen, was da passiert. Da durften wir leider aber nicht filmen. Und ja, es ist das erste Mal, dass ich jetzt hier im Legoland Billund bin. Und ich bin schon sehr begeistert eigentlich, was hier los ist. Es ist heute, keine Ahnung, ein wahrscheinlich mittelmäßig geschäftiger Tag. Übrigens ist die Crew, die hier auch mit am Start ist, die holen sich jetzt was zu trinken. Ich gehe mal eine kleine Runde filmen mit euch. Auf jeden Fall haben sie hier einige andere Attraktionen als in Günzburg. Das Tretomobil ist hier so eine Bahn, die oben fährt. Kinderspielplatz, alles auf jeden Fall sehr gepflegt hier. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eine kleine Runde, schauen mal, was sie hier so haben. Einkaufstechnisch ist ja das Legoland Billund weniger interessant, habe ich mitbekommen, weil es ja aufgrund der dänischen Krone und dem Ganzen mit dem Wechselkurs und so weiter, dem generellen hohen Preisniveau hier in Dänemark weniger interessant ist. Es gibt auch keine Fabrik, aber dafür ist das Legoland hier trotzdem sehr interessant. Und es ist ja das originale Legoland, eröffnet 1968. Wir gehen jetzt dann gleich ins Miniland, wo alles begann. Auch hier dieser Western-Bereich ist sehr schön. Total interessant, dieser Western-Bereich hier. Da regt man sich in Günzburg auf, dass das Vergnügungspark-Areal teilweise nicht so viel mit Lego zu tun hat. Hier ist es eigentlich sehr ähnlich, denn man sieht nicht viel Lego. Hier schwimmen ein paar Lego-Schiffe rum. Das ist ganz cool. Die Atmosphäre hier ist ein bisschen anders. Erinnert mich ein wenig an Windsor, wo wir dieses Jahr im Februar waren. Schauen wir noch hier, was los ist bei diesen Schiffen. Auch so eine Bahn gibt es ja ähnlich, auch in Günzburg, Lego Canoe. Sieht auch nach jede Menge Spaß aus. Wir haben leider nur ein bisschen über eine Stunde Zeit hier, können deswegen wahrscheinlich mit nicht allzu vielen Bahnen fahren oder eigentlich gar keinen, weil die Wartezeiten und so teilweise bei ein paar Minuten liegen. Hier hinten fährt auch eine Achterbahn mit, keine Ahnung, Geier oder Adler-Optik. Ist auch richtig cool. Jetzt sagen wir, machen hier einfach eine Runde. Oh, da fährt sogar ein leeres Boot. Heißt das, die Attraktion ist gleich zu besteigen? Ich weiß es nicht. Ah, hier steht 5 Minuten Wartezeit. Das wäre natürlich schon interessant, zumal es jetzt ziemlich warm geworden ist. Die dänischen Herbsttage sind auf jeden Fall wärmer, als ich das am Anfang gedacht habe. Und auch die Winter sollen hier ganz angenehm sein, weil vom Golfstrom her ja, teilweise ziemlich warmer Wind hier rüberkommt. Also das ist auf jeden Fall auch eine Achterbahn, die es in Günzburg nicht gibt. Es steht auch 5 Minuten Wartezeit. Vielleicht warten wir noch kurz, bis der nächste Zug kommt. So, jetzt geht's hier los. Und hat ein bisschen was von der Drachenbahn im Legoland Günzburg, ist aber trotzdem ein bisschen anders. Vielleicht sogar ein bisschen intensiver, wenn ich das so sehe. Mega. Richtig cool. Alleine die Themenbereiche hier sind ein bisschen anders. Es gibt offenbar auch ein Lego Movie World, ähnlich wie in Florida. Und das Pirate Land, wo wir jetzt auf jeden Fall mal hingehen werden. Peppa Pig gibt es hier auch, aber nur einen Spielplatz. Und jede Menge Shops und Geschäfte. Das ist hier alles sehr, sehr schön geschmückt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, mit wahnsinnig vielen Blumen. Es ist zwar jetzt schon eigentlich Herbst, aber trotzdem wird hier, haben wir auch im Backstage-Bereich gesehen, darauf geachtet, dass hier alles schön ist. Und ja, der Park ist auf jeden Fall in sehr, sehr gutem Zustand. Wir haben auch gerade von den Modellbauern gehört, dass sie sehr darauf achten, dass immer alles repariert ist und so weiter. Auch hier wird anscheinend gerade auch was instand gesetzt. Das ist das Piratenland. Da ist bestimmt irgendeine Bahn drinnen. Welche lässt sich jetzt nur erahnen, aber sicher irgendwas mit Wasser. Wir schauen mal weiter. Cool auf jeden Fall auch die Burg hier in Gelb und Weiß.
muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt schon irgendwie ein bisschen verlaufen hier, aber es sieht so aus, als wäre ich irgendwo zwischen Piraten- und Ritterbereich. Da hinten ist eine ziemlich große Ritterburg, zu der wir dann auf jeden Fall noch gehen werden. Und hier ist eine Bahn, die mir auf jeden Fall auch in Legoland Günzburg abgeht, und zwar so eine Raftingbahn, die jetzt, glaube ich, gar nicht mal so speziell ist. Die ist, habe ich nämlich gestern vom Parkplatz schon gesehen. Dahinter ist nämlich gleich der Autoparkplatz. Trotzdem ist das was, was immer für viel Spaß sorgt. Ah, hier fährt gerade ein leeres Boot, heißt das, man kann hier, oh, ich glaube, die Bahn wäre ein Walk-on. Hier steht überhaupt niemand bei der Warteschlange. Also man fährt da so ein bisschen herum und wird dann dort hinten von einem Lift raufgezogen und fährt dann da ziemlich steil runter. Ich mache das jetzt nicht, weil ich das ganze Kameraequipment mit habe. Außerdem ist es nur halb so viel Spaß ohne Rita. Aber das ist so, wie es aussieht, eine Wikingerbahn. Hier kommt schon das nächste Boot, das schauen wir uns noch an. Geht auch ziemlich zügig hier runter. Seht ihr, hier sitzen zum Beispiel nur zwei Personen drin. Dann ist hier links so eine Art Theaterbühne, wo auch, glaube ich, Wasser drinnen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Wir schauen jetzt mal kurz zur Burg. Und da hinten fährt, ich habe mir gedacht, da fährt die Drachenachterbahn, aber das ist eigentlich die, das große Rennen, das es hier anscheinend auch gibt. Ich habe mich total verlaufen hier. Ich hoffe, ich finde dann den Ausgang wieder. Aber es wird schon werden. Außerdem können die Leute heute hier, erstens sind die Dänen hier sehr nett, die hier arbeiten, und zweitens können alle eigentlich sehr gut Englisch. Also das ist die, glaube ich, die Burg hier aus Billund. Oh, das sieht auch mega cool aus. Ich gehe jetzt aber mal hier hinten, nach hinten, weil mich dieses Autorennen interessiert. Total schön geschmückt, auch mit sehr vielen Kürbissen. Also die machen da schon ganz gutes Business hier. Ich weiß nicht, wie es euch hier gefällt, so vom ersten Eindruck, aber ich finde es hier ganz cool eigentlich. Gehen wir nochmal um ins Adventureland zu gehen. Auch hier sieht man auf jeden Fall auch was von dem von dieser Bahn. Oh, die ist anscheinend doch noch länger. Ich habe mir gedacht, die ist nur dort vorne, wo es auf diesen Lifthügel geht. Oh, und ich sollte vielleicht hier nicht stehen, denn hier ist alles nass. Und da wird man sicher nass, wenn man hier... Oh, hier kommt schon das nächste Boot. Ich muss schauen, dass ich hier weiterkomme. Ja, also hier fährt man schon ein bisschen herum und man kann hier auch immer Plane spotten. Das ist auch mega geil. Air Baltic. Habe ich A220. Oh ja. So was wollen wir. Ah, das ist auch richtig cool. Also so eine Bahn, die fehlt auf jeden Fall in Günzburg. Schade, dass sie sowas nicht haben, aber es gibt natürlich nicht Platz für alles. Es geht schon wild zur Sache, würde ich sagen. Es ist schon einiges, was hier los ist. Und wir gehen jetzt ins Adventureland hinein. Wäre interessant zu wissen, wie viel sie hier wirklich auch für Günzburg wiederverwendet haben. Aber es sind einige Sachen, die es 1:1 auch dort gibt. Ein paar Dinge sind aber ein wenig anders. Das ist hier, ich gehe mal hier rein. Hier sind Skelette und so weiter. Hier ist es auch ganz nass. Also vom Theming her gefällt mir auch dieser Park hier sehr gut. Oh, hier ist nur so eine kleine Runde, wo man gehen kann. Dann gehen wir auf der anderen Seite wieder raus und treffen uns dann beim großen Rennen, würde ich sagen. Ja, ich glaube, diese Bahn hier ist sehr ähnlich wie die in anderen Parks. Jedenfalls sieht es ganz danach aus. Sie ist seitenverkehrt. Es wäre nur eine 5-minütige Wartezeit. Ach man, diese Wartezeiten sind hier wirklich der absolute Traum. Aber ja, kann man nichts machen. Das ist in Günzburg wirklich immer ein bisschen anders. Schauen wir uns jetzt mal die nächste Bahn hier an oder die nächste Fahrt. Ja, kann ich gar nicht. Extreme Racers nennt sich diese Bahn hier. Warten wir mal. Ja. Also wenn man schon mal in Günzburg war, dann kennt man diese Bahn hier. Wow, und hier stehen wirklich nur ein paar Leute beim ganz vorne beim Einstieg. Also das ist interessant. Wäre auch interessant zu wissen, wie voll der Park heute im Vergleich so zu einem normalen Ende September-Tag ist. Aber vielleicht lässt sich das ja noch herausfinden. Gleich neben diesem Autorennen ist der Tempo. Ich schaue mal mit euch kurz in den Wartebereich rein. Es steht auch 5 Minuten. Sieht so aus, als wäre das so ein Johnny Thunder Dark Ride, ähnlich wie wir ihn aus Günzburg kennen. Ach, geil. Wir haben schon coole Props hier. Wobei, das Auto gibt es auch in Günzburg, und ein, zwei so Aufbauten mit so einem Zelt und so weiter haben wir dort auch. Aber die Pyramide allein und das Ganze sieht schon sehr imposant aus. Sie haben auch einige Attraktionen, die man aus Windsor kennt. Ich glaube, das ist diese Feuerwehr.
auch so City thematisiert mit diesen Feuerwehrwegen hier. Das habe ich damals dort gesehen. Oh, und jetzt haben wir hier nochmal eine Achterbahn. Also das, ja, sieht so aus. Auf jeden Fall um einiges mehr Achterbahnen als das Legoland Günzburg hier. Auch nur 5 Minuten Wartezeit beim Polar Explorer. Oh, sieht so aus, als würde man hier rauffahren, dann ziemlich zügig wieder runter. Vielleicht warten wir auch, bis eine Garnitur hier mal durchfährt. Und ich weiß noch immer nicht, wo ich bin, aber ich werde schon wieder zurückfinden zum Haupteingang, mal sehen. Polar Explorer heißt diese Bahn und Wahnsinn. Ich glaube, der Wagen ist nicht mal halb voll, da sollten wir ja direkt eine Runde damit fahren. Sieht auf jeden Fall nach jede Menge Spaß aus hier. Und es geht ganz schön zügig hinunter. Oh ja, ich glaube, das wäre was für mich. Mich da nicht. Wir dürfen leider auf den Bahnen nicht filmen, aber ich glaube, ich werde damit vielleicht eine kleine Runde machen. Und jetzt ist der Wagen irgendwo unten drinnen verschwunden. Ich will mal eine Uhrzeit-Check mit euch machen. 2:50. Oh ja, ich glaube, das sollte sich ausgehen. Ich schaue da mal rein. Das ist ja mal eine geile Bahn. Es war ein Walk-On. Ich habe keine 2 Minuten gewartet und da geht es richtig zur Sache. Also von den Legoland-Achterbahnen ist das hier, glaube ich, mein absoluter Favorite. Die Drops sind ärger als beim Krachrennen. Es geht hier auch ziemlich schnell und geil thematisiert durch diese Winterlandschaft. Ich frage mich überhaupt, warum sie so selten Arktis bringen. Total schöne Serie und dann da drinnen passiert jetzt gleich was total Cooles. Ich möchte eigentlich die Überraschung nicht vorweggeben, aber die Bahn bleibt stehen, dann sieht man ein Video und auf einmal macht es Rums und der Wagen fährt, keine Ahnung, 2-3 Stockwerke wie ein Freefall Tower runter, bevor er dann hier wieder rauskommt. Also das ist schon cool gemacht hier. Ihr werdet das jetzt gleich sehen und hören. Ja, jetzt. Und jetzt kommt der Wagen hier raus und fährt noch die letzten Meter bis ins Ziel. Also die Bahn ist richtig cool. Alleine wegen der zahlt es sich aus, dass man hierher kommt. Ja, hier ins Legoland Billund. Und Wartezeit, wie gesagt, einfach reingehen und sofort einsteigen. Ich habe nicht mal die Kamera so schnell ausschalten können. War ich schon an Bord. Mega. Gleich neben der Achterbahn ist, wie ihr sehen könnt, die Lego Movie World. Auf die bin ich auch schon richtig gespannt, weil ich das, wie gesagt, bis jetzt nur aus Videos von YouTube kenne. Und ja, das sieht auch richtig schön aus. Habe ich gehört, war ja auch mal geplant für Legoland Windsor. Da haben sie dann aber stattdessen die Mythica-Welt eingebaut, die wir ja jetzt auch in Günzburg bekommen haben. Also das ist schon richtig Hello Kitty-Style hier. Bin schon gespannt, welche Attraktionen hier sind. Die Gehwege sind auch sehr schön gemacht. Also das macht auf jeden Fall Sinn hier. Also hier so ein Drop Tower, ähnlich wie man den auch aus Günzburg kennt, nur ein bisschen anders thematisiert. Hier ist Emmets Flying Adventure, auch nur 5 Minuten Wartezeit. Ich kann mir jetzt nicht genau ausmachen, was das für eine Attraktion ist. Ist auf jeden Fall irgendwas Indoor. Sieht aber so aus wie dieses Fliegen im Legoland Florida. Das heißt, wo man so in einer Bahn drin sitzt und dann vor einem so ein Bildschirm ist. Ja, das ist auch richtig cool. Ich bin ja großer Lego-Movie-Fan. Vitruvius, der Held meiner Kindheit nicht ganz. War damals auch schon erwachsen. Aber das sind coole Aufnahmen. Schade, dass es das in unseren Gefilden nicht gibt, aber die ganzen Poster hier, mega, also das ist schon super. Ich habe ja immer gesagt, wir lassen unsere Wände in Wild City weiß und pflanzen da nichts hin, aber so ein Poster kann ich mir vorstellen, würde ich an die Wand hängen. Das ist auch echt schön designt hier alles. Spielplatz, das ist sowas wie das Duplo Land in Günzburg und hier haben wir so eine Art Flugzeugfliegen. Apokalypseberg Sky Battle. Und so Flugzeugen, ähnlich wie der Ninjago Flyer eigentlich. Und hinten die Duplo-Aufbauten. Echt total cool. Auch, dass sie die Sets hier nachgebaut haben und sich davon inspirieren haben lassen. Hier das Tricycle oder wie das heißt. Mit Emmett obendrauf. Hier Rex. Und die Duplos, die dürfen sogar Hunde in den Park, das finde ich cool, die dürfen ja in Günzburg nicht rein. Und hier kommen wir dann wieder raus aus dem Lego-Movie-Bereich und wenn ich mich nicht täusche, wieder in die Nähe der
Ritterburg, zu der wir jetzt aber auch noch unbedingt schauen müssen. Ach, das wäre natürlich auch was für Ritter. Oh ja. Never stop building. Das Schild haben wir bei uns in der Lego-Stadt auf der Tür hängen, weil das so ein bisschen unser Credo ist. Das gab es mal als Merchandise-Artikel im Lego-Shop zu kaufen, haben sie damals sogar abverkauft, weil irgendwie die Lego Movie 2 Sets und Dinge niemand genommen hat. Schade drum eigentlich. Das ist die Drachenachterbahn, wir müssen rein da. Ich habe mich gerade überzeugt davon. Sie ist irgendwie so leise, ich habe nichts gehört davon. Aber man kann hier fahren. Oh, hier geht's gleich los. Ach, das ist echt. Hier haben sie Spielbereiche und alles, das braucht man heute gar nicht. Weil hier geht's direkt zu den Wagen. Und es steht 5 Minuten, aber ich glaube, wir sind sogar noch schneller drinnen. Ah, der Wartebereich ist aber auch echt cool gemacht. Schaut euch mal das hier an. Mega. Geil. Hier ist auch was drinnen in diesen Schaukästen. Da sehen wir heute gar nicht rein. Hier die, ja, wie, fast wie eine Weihnachtskrippe schaut das hier aus. Auch cool. Ja. Ich bin schon sehr gespannt auf die Bahn hier. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich damit gefahren bin. Wieder zurück. Ach, die Bahn ist auch richtig cool. Der, ich nenne es Märchenbahnbereich, ist um einiges länger als der, den wir von anderen Legoländern kennen. Also man fährt da eine ganze Zeit lang unten in der Grotte herum und sieht lauter coole Lego-Aufbauten. Dafür ist dann der Bereich hier ein wenig kürzer, was aber nichts macht. Also die Bahn ist auch sehr zu empfehlen, wenn ihr hier seid. Und es war auch wieder ein Walk-on, wie man sagt. Also der Waggon hinter mir war sogar leer. Mega. Jetzt ganz im hinteren oder je nachdem, wo man herkommt, vorderen Bereich des Parks, habe mich noch immer ein bisschen verlaufen, aber dort auf der Achterbahn habe ich mich jetzt auch ein wenig orientieren können. Hier im Piratenbereich gibt es also auch noch so eine Schiffschaukel, ist das, glaube ich. Und hier wird auch was Neues gemacht. Schaut mal, diese Toiletten hier werden neu angemalt. Pirates Only. Mega cool. Ja, also sie haben es schon recht schön hier in Billund, auch mit dem Legoland. Wenn ich mich nicht täusche, kommt jetzt als nächstes das Miniland noch. Das ist eh so ziemlich das Letzte, was wir heute noch nicht gesehen haben. Hier, es gibt wahrscheinlich noch 10.000 andere Dinge, die wir noch nicht gesehen haben, aber so eine kurze Highlight-Tour hier durchs Legoland Billund. Oh, das ist natürlich wieder was für Rita. Ich glaube, hier würden die Piratenschiffe fahren, die aber vielleicht aufgrund der zunehmenden Kälte, es ist heute zwar sehr schön, aber die nächsten Tage soll es hier auch ziemlich kalt werden und regnen. Die Boote für Ritter, die hier auch schon außer Betrieb sind, schauen wir mal, wo das Miniland ist, würde ich sagen. Es ist einfach auch immer interessant zu sehen, dass sie viele Bahnen hier einfach anders gethemed haben als in anderen Legoland-Parks. Zum Beispiel die hier gibt es ja, glaube ich, auch in Günzburg, wenn ich mich nicht täusche. Und wir kommen wieder in Gefilde, wo ich denke zu wissen, wo ich bin. Und zwar ist dort vorne, glaube ich, der Haupteingang, wenn ich mich nicht täusche. Hier, das wäre was für Tim auf jeden Fall mit den Safari-Jeeps, die hier sogar größer sind. Hier sitzen 4 Leute in einem Jeep drinnen. Ach, da wird er schon wieder fahren. Ich muss auch mal mit Rita und mit ihm hierher. Das sieht ja auch mega cool aus. Und ja, genau, das ist das, was ich gestern schon von der Straße aus gesehen habe. Und zwar fährt man hier auch mit so kleinen Bötchen, Elektrobooten. Und da ist auch schon so eine Art Miniland. Ah, hier Abu Simbel. Ah, hier sieht man schon einiges. Das ist cool. Hier sind auch wieder mehr Leute jetzt dann. Hier hat man bei den großen Monumenten der Weltgeschichte vorbei. Jetzt müssen wir dann aber noch ins echte Miniland, weil das ist nicht das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, aber trotzdem sehr, sehr cool hier. Eisenbahn. Sieht ein bisschen kleiner aus als die, die in Günzburg ihre Runden dreht, aber auch hier kann man natürlich eine schöne Runde machen. Und jetzt, meine Lieben, sind wir beim Highlight von vielen von euch wahrscheinlich im Miniland. Und zwar ist das hier das originale Miniland. Teile des Parks oder des Minilands hier stehen seit 1968. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind sogar zuerst, ich hoffe, ich finde den Ort noch, stehen geblieben, wo die ersten Lego-Aufbauten hingekommen sind. Ich bin jetzt ein wenig überfragt, was sie hier nachgebaut haben, aber ich nehme an, das dürfte vielleicht irgendwas Dänisches sein. Kopenhagen, glaube ich, vielleicht, oder Billund eher weniger, weil da habe ich keine Kanäle und Schiffe gesehen. Aber das ist schon auch sehr, sehr nett angelegt hier. Da fährt auch ziemlich viel und Boote und so weiter, hier sogar eine Fähre. Oh wow, also das ist schon
Das ist das Coole bei jedem Legoland, das haben wir auch in Windsor gesehen. Also egal wo man ist, ist auch immer kulturell, thematisch ein wenig das verankert, was so in dem Land so los ist. Und hier zum Beispiel Ölbohrturm mit, keine Ahnung, so einem Spezialschiff hier. Ah, das ist schon, das hat schon was. Sehr viele Leute hier auch heute, die ich getroffen habe. Grüße gehen raus, Hansi, Flo und alle möglichen. Das ist auch sehr nett, was auch immer das ist. Nett ist fast ein bisschen untertrieben. Wohnungen, so wie es aussieht. Sieht auch relativ neu aus, weil bei den Steinen kennt man es relativ schnell, wenn die längere Zeit dem Wetter ausgesetzt sind. Hier ist ein Schild, da schauen wir mal, was da drauf steht. Cool, auch alles in Deutsch. Esbjerg, der Mensch am Meer. Aha, das dürfte irgendein Projekt sein, was sie dort aufgestellt haben. Also hier ist auf jeden Fall, so wie es aussieht, sehr viel Skandinavisches am Start. Fährt auch der Lastwagen. Und Schiffe. Oh, das ist geil. Hier so mit Schleuse sind gerade die Türen zugegangen. Das Schiff ist reingefahren, Türen sind zugegangen. Und ich glaube, das Wasser geht schon nach oben. Naja, wird jetzt vorne wieder aufgehen, weil hier der Stausee ein bisschen höher liegt. Ja, also das macht schon Spaß. Hier oben auch ein bisschen, obwohl Dänemark ja, glaube ich, sehr flach ist, hier auch Höhenunterschiede und Stiegen zu bewältigen, aber ist, glaube ich, auch alles rollstuhlgerecht hier. Auch eine sehr schöne Anlage, was auch immer das ist, auf das ich gerade schaue, aber gefällt mir auch sehr gut. Oh ja. Ja. Sie haben auf jeden Fall sehr viel begrünt hier und es ist sehr, sehr viel in Bewegung. Ich glaube, hier könnte man wahrscheinlich Tage verbringen, ohne dass einem langweilig wird. Auch nett, dass hier einfach der Herbst jetzt schon Einzug gehalten hat mit den ganzen gelben und orangefarbenen Blättern. Und das hier sieht auch alles sehr, sehr neu aus. Jedenfalls bei den roten Steinen sieht man ja total schnell, dass die irgendwie ein bisschen heller werden und dann ja vergilben. Zum Beispiel bei dem Haus sieht man es ein bisschen, aber die anderen, ich weiß nicht, wie es auf der Kamera rauskommt, das ist alles komplett neu. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die schon lange hier stehen. Und ich glaube, jetzt gehen wir zu dem Teilbereich, der der erste war, der hier aufgestellt ist. Hier ist natürlich auch Zug-Action am Start, so weit nach unten gefilmt. Aber die fahren sogar unter dem Gehweg durch, das ist ja mal geil. Dann wir da noch rüber. Aber wo ist der Zug jetzt rausgekommen? Oder ist er irgendwo stecken geblieben? Keine Ahnung. Das ist der erste Bereich, den es hier gegeben hat. Hier sind wir nämlich zuerst stehen geblieben, als wir in den Park reingekommen sind. Hier hinten ist gleich der Haupteingang. Und das ist der erste Bereich, den es in wahrscheinlich ähnlicher Form hier seit 1968 gibt. So, das ist schon eine stattliche Zahl an Jahren. Und das ist das originale Legoland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier haben wir dann noch gegenüber Amalienborg. Ich sollte wirklich auch öfters nach in den Norden fahren. Das ist irgendwie so ein Reiseziel, welches ich noch gar nicht so auf der Agenda hatte. Ist ja auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt in Dänemark bin. Rita war ja schon mal hier mit der Schule. Also ich glaube nicht im Legoland und nicht in Billund, aber in Dänemark. Und für mich ist es hier das erste Mal. Und ich glaube, ihr hört an meiner Stimme, dass ich ganz begeistert bin von diesem Ort. Build and Race, ich glaube, das habe ich auch schon mal wo gesehen, hier mit Life-Size Ferrari. Schauen wir da mal vielleicht kurz rein. Ich glaube, da können Kinder Autos bauen und die dann ja, so eine Piste runterfahren lassen. Das sieht auch nach jede Menge Spaß aus. Das heißt nicht nur Bautisch, sondern auch wirklich was dann zum Bespielen hier mit Bauanleitung, welche Rennwegen man hier bauen kann und die passenden Teile dazu. Und dann ist hier hinten, sind mehrere Rennstrecken, wo man seine Rennwegen dann auch fahren lassen kann. Ah, das ist auch richtig geil. Das hätte ich als Kind wahnsinnig gefeiert. Hier auch lizenziert von Ferrari mit den ganzen schönen Postern und Bildern von den Autos. Oh ja, das ist schon extra klasse hier. Kurzer Blick noch in die Shops. Ich habe jetzt den Wechselkurs nicht ganz im Kopf. Aber soweit ich jetzt erfahren habe, ist es hier zum Einkaufen weniger interessant, wenn ihr
das Legoland Günzburg vor der Haustür habt oder dorthin auch fahren könnt. Halloween-Sachen haben sie auf jeden Fall jede Menge. In dem Shop gibt es auch alles. Richtig schön hier eigentlich. Aber jetzt einfach so zum Einkaufen ist es hier wahrscheinlich weniger interessant als in Deutschland. Oh ja, hier Notre Dame. Ja, das war ein Schnelldurchgang durchs Legoland Billund. Wir waren jetzt hier nicht allzu lange, aber es hat mir trotzdem sehr, sehr Spaß gemacht. Ich glaube, das wäre auch was für Rita und für Tim. Nächstes Mal nehmen wir die auf jeden Fall mit. Wir sind, obwohl wir nur so kurz da waren, auch mit Achterbahnen gefahren. Besonders diese Arktis-Achterbahn hat mir gefallen. Park ist sehr gepflegt, wirklich eine Reise wert, wenn ihr hier noch nicht wart. Und ja, jetzt geht's weiter. Bis demnächst.